Gott, damit geht mir doch alle aus dem Weg. Oder auch nicht. Okay. Ne, gibt keinen Curveball. Und wenn ich hier vielleicht drehe? Ne. Zählt er als Wurf. Ich wüsste doch sonst nicht, wie ich den Joy-Con drehen soll, wenn ich ehrlich bin. Mir wird zumindest keine andere Idee einfallen. I don't know. Es ist halt krass, dass die Wurfmechanik halt schon von Pokémon Go quasi vereinfacht wurde. Ich weiß nicht, wie ein Bisasam klingt. Wie klingt ein fucking Bisasam? Ich brauche Lures. Ich brauche jede Menge Lures. Das war garantiert kein Bisasam. Das war ein Raupi. Warum weiß ich, wie ein Raupi klingt? Das ist Pikachu. Mit dir hatte ich schon gefightet. Hier unten scheint es doch irgendwo noch. Oh Gott, der mit Pikachu. Niemand mag dich, geh weg. Was mir gerade auffällt, warum habe ich keine Hilde im Bild? Wo ist Hilde? Da ist Hilde. So. Im Hilde-Versteck. Jetzt ist sie ausgeblendet aus irgendwelchen Gründen und ich verstehe ehrlich gesagt nicht ganz, warum ich das getan habe. Gott, noch langsamer hätten die sich nicht bewegen können, oder? Da sind die mir Tipps geben, wie man Pokebälle wirft. Jetzt bin ich ja sehr gespannt hier. Ich meine, klar, zuerst mal kriegt jetzt direkt den Arsch verholt, ne? Mal Hilde noch da. Und chat direkt über Hilde. Guck mal, perfekt hier. So. Taubsi sind einfach zu stark, Mann. Nerf Taubsi. Oh, wie chillig das Game halt ist. Das ist halt so, wenn ihr ein Ultra-Chill-Game sucht, dieses Spiel. Doppelkick. Ist Doppelkick nicht eine Kampfattacke? Wie gesagt, der Nostalgiefaktor hat mich quasi auch dazu gebracht, das Game zu kaufen. Man muss den Ball in die Mitte der beiden Ringe werfen, habe ich gehört. Wow. Noch mehr Pikachus. Dun, 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 dun. Gucken wie langsam. Guck mal, wie langsam der geht. Der hat alle Zeit der Welt. Ich könnte einfach weiterlaufen und er könnte da herlaufen. So, hey, ey, ich bin mit der... Weißt du? Nee, natürlich nicht. Videogames. Es ist schon cool. Es ist schon cool. Ich war im Kampf gegen Käfer. Beschissen. Was war denn gut gegen Käfer? Feuer, Flug.
Was kann ich drauf noch? Ich will da gar nicht nach da. Ich habe hier irgendwo einen Pokéball liegen lassen. Das wurmt mich gerade. Aha! Ein Lok-Parfüm. Oh mein Gott, heißen die im Deutschen nicht Lures, sondern Lok-Dinger? Gucken wir doch mal. Wir suchen primär einen Bisasam. Ich bin der Meinung, ich habe in Streams gesehen, dass das hier auftaucht. Das ist Pikachu. Okay, wir haben einen Safcon Raupi, noch einen Safcon, zwei Honlius. Goddammit. Ich will das nicht fangen. Echt nicht. Ach, Safcon ist das mit dem komischen Sound. Das ist ja beruhigend. Pikachu. Niemand liebt dich. Gib mir mein fucking... Hi! Ich wusste, hier gibt's fucking Bisasam. Ja, hallo! Come on, wirklich? Bisasam, Bisasam, ich hab ein Bisasam, Bisasam, kann ich direkt Pikachu rausschmeißen? Pikachu braucht, glaube ich, eh nur ein... Braucht Pikachu Level? Nee, Pikachu braucht einen Donnerstein. So. Ach, shit. Ich muss quasi immer... Okay, ich muss in den Beutel. Dann nach hier. Ich sollte einfach alles über die Box machen. Das ist 10-mal sinnvoller. In meinem Team hinzufügen. Für Pikachu. Cool. Oh nein, das Parfüm ist ausgelaufen. Laufen wir einfach mal weiter. Wir kriegen das ja auch. Hat Evo dich schon immer so früh Doppelkick gelernt? Oder haben die das mit diesem Spiel eingeführt, damit du keine Probleme mit den Steinviechern hast? Das wäre mal interessant. Ich kann es nachher alles mal nachgucken. Aber gut, ich kann mich auch nie nicht daran erinnern, jeweils ein so low-leveliges Evoli damals gehabt zu haben. Hier und da hast du bestimmt schon mal Sträucher am Wegrand bemerkt, oder? Michael kann man sie mit der Geheimtechnik Spaltschnitt zerschneiden. Das Ding heißt jetzt echt Spaltschnitt. Wo ist der gute alte Zerschneider hin? Je höher die WP, desto höher seine Kampfkraft. Der Wert setzt sich angeblich irgendwie aus den einzelnen Statuswerten zusammen. Angeblich. Es gibt auch einige Pokémon, die ausschließlich in Höhlen oder Wäldern leben. Wenn du viele verschiedene Pokémon fangen musst, musst du dich überall gründlich umsehen. Okay. Mülleimer, die ich nicht durchsuchen kann. Aber gern.
Ich mag die Musik. Komm, spawn schon. Knuffenser, nobody cares. Wirklich ratzfatz, wirklich. Nun, jetzt Go und Pikachu haben sie Doppelkick reingemacht. Das ist wahrscheinlich, damit du mit der ersten Arena nicht so Probleme hast. Wirklich ratzfratz, ich habe 80 Bälle. Willst du dich echt mit mir anlegen? Naja, aber ganz ehrlich, das sind eigentlich die guten Tutorials. So blöd es klingt, du glaubst nicht, wie endlos die Dummheit der Menschheit ist. Besonders was Videospiele angeht. Was willst du, Dörte? Er steht voll hinter mir. Er macht mir Angst. Ich weiß nicht, was mit dem Spinner los ist. Kann ich bitte meinen alten Rivalen zurückhaben? Ist dein Name, was ich hier mache? Du machst... Nein. Ich versprühe Lockparfüm, um wilde Pokémon zu meinen Blumen zu locken. Okay, damit ihr die auffressen, ja? Schön. Was ist das hier? Rako ist ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen, komm mit. Ich will nicht gegen... Wie zum Geier sind wir da hingekommen? What? Pipi angeblich vom Mondberg stammen soll. Das erste Pipi wurde wohl gesichtet, nachdem Mondsteine auf den Mondberg gefallen sind. Naja. Oh nein, du hier ein Fleckmon. Also wirklich weggewogen. Wieso musst du immer so störrig sein? Hallo, mein Entschuldigung, aber konntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Klar. Eigentlich hatte ich einen Besuch im Marmoria Museum geplant, aber nun hat mein Fleckmon hier beschlossen, sich nicht mehr vom Fleck zu bewegen. Könntest du vielleicht hier bleiben und auf mein Fleckmon aufpassen, bis ich wiederkomme? Klar. Hallo Fleckmon. Na, wie geht's dir? Fleckmon starrt ausdruckslos vor sich hin. Du hast erfolgreich zusammen mit Fleckmon gefaulenzt. Okay, die war cool. Die war cool. Ich und dieses Fleckmon sind die besten Buddies, Mann. What the fuck ist das hier? Oh, das ist das Museum. Hi. 50 Poké-Dollar. Nein, Mann. Fick dich. Bin ich Krösus oder was, ey? 50 Poké-Dollar. Krieg ich hier nicht mal Pokémon-Trainer-Rabatt? Mein Flatty findet es toll, Sachen für mich zu finden, wenn ich mit ihm spazieren gehe. Naja, das wird Evoli wahrscheinlich nicht tun, weil es gerade auf meinem Kopf sitzt, wie so ein faules Stück Scheiße. Was packen wir denn mal aus? Was war denn eigentlich diese Riesenperle? Relativ große Perle, die im Silber funkelt. Sie ist von hohem Wert. Vendor-Item vielleicht? Ja, was hast du gefunden, wie da? Was ist da?
Nana-Bären. Cool. Okay, also du solltest quasi immer ein Pokémon draußen haben, was dann quasi nach Kram sucht. Das ist cool. Und gut zu wissen. Was ist das hier? Pokémon sind einfacher zu fangen, wenn du sie mit dem Ball genau in der Mitte triffst. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Okay. Weißt du, das ist so ein fucking Pipi-Poster, was ich mir sogar noch aufhängen würde. Das sieht gar nicht schlecht aus. Mit wachsender Erfahrung in deinem Pokémon-Attacken, manche Attacken kann man ihn allerdings nur mit der Ems beibringen. Okay. Weil du Pipi machen musst? Nee, weil das Poster einfach nicht schlecht aussah. Okay, da waren wir schon. Was ist mit dir hier? Ah, so schön kühl. Das ist ein Segen, das Memoria im Schatten eines Berges liegt. Ist immer so angenehm frisch. Cool. Da ist die Arena. Da ist das Center. Was ist mit dir? Für die meisten Leute hier ist es das Training von nur ein Hobby, so wie für die Käfersammler. Aber Arena Lacoste ist ja ganz anders. Okay. Nidoran Sitz. Ich glaube, dein Nidoran hört nicht auf dich. Nidoran Sitz! Ah. Will nicht. Wir haben unser Pokémon vertauscht erhalten und können es nur schwer mit ihm zurecht. Es kommt beim Training zwar ganz schnell voran, doch schwachen Trainern gehorcht es nicht. Wenn wir noch nur ein paar Orden hätten. Tja, ne, dann musst du als Vater halt da hingehen und dich beschweren, dass das Pokémon nicht kindergerecht ist und, ne, ganz klar Game Freak verklagen. So geht's. Mit Geld sollte man verantwortungsvoll umgehen, hörst du? Ach, aber manchmal macht es Spaß, einfach einen ganzen Haufen Pokébälle zu kaufen. Das sagst du mir ungefähr eine Stadt zu spät. Gut, shit. Jo, was haben wir hier? Tausch von Pokémon mit dem Mädchen hier. Ich habe zwei Pikachu, deswegen macht mir nichts aus, eins zu tauschen. Lass mich raten, du hast zwei Evoli. Ein Pipi gegen ein Pikachu, ich würde das Pipi behalten. Marmoria Cracker für 500. Ich hab nicht mal 500. Stimme des Pokémon Centers, sure. Nehmen Sie sich acht vor Team Rocket. Sie stehlen die Pokémon anderer Leute und sich für ihre Finster machen. Ich hab, wir raten Ihnen, sich von allen jenen fernzuhalten, auf deren Kleidung ein R abgebildet ist. So wie bei Dörrta. Okay, bla 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 bla. Team Rocket, niemand mag Team Rocket. Gut. What do we have here? What is this review? Dear friend. Was? Team Rocket ist auf dem Mondberg? Ich telefoniere gerade, stör mich nicht. Okay, sure. Was mit dir? Rocco, der Arena-Leiter, ist ein Profi im Umgang mit Gescheins-Pokémon. Wenn du dir einen Vorteil gegen ihn verschaffen solltest, solltest du Attacken und Pflanze oder Wasser einsetzen. Du musst dir die Wechselwirkung gut einprägen, wenn du einen Arena-Leiter bespielen willst. Oder nach Guides googeln. Also Schwester Joy, wir müssen echt mal über den Datenschutz hier reden, ja? Es ist nicht okay, dass meine Pokémon auf diesem riesen Display angezeigt werden, was jeder sehen kann. Das ist nicht okay. Datenschutz 0. Jeder kennt jetzt mein geheimes Pokémon-Team. Okay. Ich kann keine Lockdinger kaufen. Das ist shit. Ich kann nur Bälle kaufen. Sure. Trainiert man sein Pokémon eifrig, können sogar schwache Pokémon für Überraschungen gut sein. Yep. Natürlich, der Mann hat mir dieses seltsame Pokémon angeredet. Das ist total schwach und das, obwohl ich ganze 500 Pokédollar dafür hingeblättert habe. Okay. Der kauft doch schon Karpo. War noch Karpathos, oder? Ist das der komische Typ, der mir Pokémon-Snacks andrehen will? Darf ich jetzt bitte hier aus dem Ding raus? Ich will nicht gegen Rocco kämpfen.
Ja, ich verstehe das Spiel. Ich verstehe. Ich soll den Arelanator machen. Ich verstehe. Oh nein, Zuschauer, die nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag in der Arena zu sitzen. Howdy, du willst in der Arena kämpfen, nehme ich an. Ich bin zwar selbst kein Pokémon, aber ich kann gut beurteilen, ob ich nur das Zeug dazu in der Arena. Also pass auf. In der Arena von Memorial City sind nur Trainer zugelassen, die sich mit den Wechselwirkungen zwischen den Typen auskennen. Es gibt verschiedene Typen, mit denen du die ein. Ja. Ja. Ich muss dir ein Wasser- oder ein Pflanzen-Pokémon zeigen. Wie wär's mit Bisasam? Wow, das ist krass. Du darfst die Arena nicht machen, wenn du kein Pflanzen-Pokémon hast. Das erklärt, warum am Anfang Tonnen an Knuffensaus rumlaufen. Hast du noch was zu sagen? Nö. Ich hab doch Nein gesagt! Was? Bla bla bla. Okay. Wollen wir unser Team mal umstellen? Bewegen. Ich würde gerne mit Bisasam ran. Ja, und danach Knuffenser. Bisasam macht das. Die sind etwas zäher als meine bisherigen Feinde. Das heißt, sie sterben nicht One-Shot, ja? Ich sehe nicht, wo die stärker sind als die anderen. Fühlt genau dasselbe. Er lernt Egelsamen, maybe? Ne. Wäre schön gewesen. Das ist dann die erste Arena. Man sieht es, dass ja, natürlich ist das die erste Arena. Wo soll ich denn sonst hin? Wow, du kannst die einfach umlaufen? Are you fucking kidding me? Was? Du könntest quasi einfach hier lang oder so. Oh ja, nö, ich hab gar keinen Bock zu fighten. Und kannst direkt zu ihm? You fucking what? Könntest du im Original. Ging das im Original echt auch? Warum soll ich die Fights nicht mitnehmen? Die sind piss easy, die geben Money und XP. What the fuck? Das war doch im Original nicht so. Im Original bist du da langgelatscht und hattest keine Wahl, als die zu fighten. Du konntest ein paar skippen, aber nicht alle. Obwohl, nee, Quatsch. War das in der Rocko-Arena so? Stimmt, die Rocko-Arena hatte diese Dinger hinten dran. Das ging echt damals schon. Ach, was sag ich, das ist? Das ist 20 Jahre her. Ist das 20 Jahre her? Wann ist das erste Pokémon rausgekommen? Pokémon Blau. 96. Damn, das ist echt 20 Jahre her. Damn. Jetzt fühle ich mich alt. Jetzt fühle ich mich richtig alt, Mann. Holy fuck. Ich habe das zum fucking Release mit meiner Schwester gespielt. Ich weiß noch, wir haben damals auf dem fucking Schulhof gesessen mit diesem dämlichen Gameboy Link-Kabel. Holy shit. Ich bin Rocco. Ich habe keine Augen, aber ich bin der Arenaleiter. Ich sehe dich auch gar nicht. Ich höre dich nur. Außerdem stinkst du.
Oh, damn, Mute ist fired up. Woku mit auf deine Reise kommt, das wäre interessant, ja. Ich meine, wenigstens halten die Pokémon von ihm ein bisschen was aus. Ja, er soll bitte für mich kochen, danke. Der hat auch, glaube ich, nur einen Kleinstein und einen Onix, oder? Ja. Merkt ihr das gerade? Die beste Änderung im gesamten Spiel. Ich bin Lowlife und es piepst nicht die ganze Zeit. Ganz klarer Kaufgrund. Holy shit. Das ist so cool. Let's go, Motherfucker! Gott, Wachstum ist so stark! Ich habe ein bisschen Damage abgerechnet, aber nicht so, dass Kofensa einfach kommt, so BAM! Regelsam. Hilde erreicht Level 11. Offenbar habe ich dich unterschätzt. Yay. Als Zeichen dafür, dass du mich im Kampf besiegt hast, bereiche ich dir den Felsorden. Okay, das ist cute. Kopfnuss. Ist Kopfnuss nicht eine stinknormale Attacke? Okay, er kommt nicht mit. Sure. Was ist los? Was möchtest du, Evoli? Wo ist los? Du magst den glänzenden Arena-Orden? Das ist irgendwie cool. So, was ändert sich denn jetzt, wo ich den Arena-Orden hab? Hey, du da! Oh mein Gott! Warum sieht er so... Was ist mit seinem Gesicht falsch? Was ist mit seiner... Mit seiner rechten Augenbraue? Mein Name ist Bla... Du bist blau, so wie du aussiehst. Professor Eich ist mein Opa und der hat mir gezwitschert, dass zwei Trainer aus meinem Heimatbus Alabaster 2 in meiner Arena aufgebrochen sind. Dann muss ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Großzügig wie ich bin, dachte ich mir, du könntest von deinem ersten Arena-Warn ein paar Tipps wie ein Profi von mir verlangen. Falsch gedacht, wie es aussieht, hast du den Arena-Warn ganz alleine besiegt. Ich bin minimal beeindruckt, hier nimm das. Hör auf, so dämlich zu grinsen, Blau. Die Dinger sind super, sie haben eine höhere Fangquote als normale Pokébälle, aber was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Dann hat Opa es also wirklich geschafft. Er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat es noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumkritzeln müssen. Und nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du Opa bei seinen Forschungen unter die Arme greifen würdest. Also dann, man riecht sich.
Goddammit. Was? Hieß der nicht Red? War es nicht damals so, dass dein Rivale grundsätzlich quasi auch wirklich dein Rivale war und auch automatisch immer der Enkel von Eich? Und du quasi so dem automatisch den Namen gegeben hast? Also es ist halt nur diesmal total weird, weil diesmal ist es halt komplett anders.